Herzlich Willkommen zur zweiten Lektion vom Kurs Programmieren lernen mit Python Grundlagen. In dieser Lektion werden wir endlich unseren ersten Python-Code schreiben. Lass uns gleich mit dem ersten Thema, den Variablen, beginnen. Doch zuvor noch eine kurze Erklärung zu unserem Texteditor. Mit Visual Studio Code können wir einfach das Python-Programm bearbeiten und ausführen. Oben wird unser geöffnetes Programm angezeigt. Darunter sehen wir das Terminal, wo wir einfach unter macOS Python 3 gefolgt vom Dateinamen eingeben können, um das Programm zu starten. Was sind Variablen in Python? Variablen sind ein wichtiger Bestandteil beim Programmieren und ermöglichen uns, Werte eines bestimmten Datentyps, wie zum Beispiel Zahlen oder auch Wörter, zu speichern. Variablen müssen in Python definiert werden. Was das genau bedeutet und wie das funktioniert, sehen wir uns gleich an. Außerdem haben Variablen, wie bereits gehört, einen bestimmten Datentyp. Operatoren ermöglichen uns, Variablen zu manipulieren, zum Beispiel damit zu rechnen oder sie zu vergleichen. Schauen wir uns zunächst die Definition von Variablen in beiden an. Variablen besitzen immer einen Bezeichner, der links vom Gleichheitszeichen steht und einen Wert hat. Der Wert steht rechts vom Gleichheitszeichen. Die Variable mit dem Bezeichner oder Namen x speichert also den Wert 1. Der Bezeichner der Variable kann als Buchstaben, Zahlen und Unterstrichen bestehen, doch darf er nicht mit einer Zahl beginnen, denn dann würde der Interpreter eine Fehlermeldung ausgeben. Des Weiteren müssen wir wie in anderen Programmiersprachen den Datentyp, also ob der Wert der Variable eine Zahl oder eine Zeichenkette ist, nicht extra angeben. Das wird alles automatisch für uns erledigt. Da wir nun wissen, wie wir Variablen anlegen, können wir uns als nächstes Datentypen in Python ansehen. Da haben wir zunächst Integer, das sind Ganzzahlen wie zum Beispiel minus 1, 0, 1, 2, 3 und so weiter. Floats sind Leitkommazahlen wie 3,14 oder minus 1,01. Strings sind Zeichenketten wie Hallo Welt. Strings werden in beiden von Anführungszeichen umgeben. Nur dann weiß der Interpreter, dass es sich um einen String handelt. Booleans sind Wahrheitswerte, die nur entweder den Wert True oder False annehmen können. True steht für wahr, false für falsch. Als letzten wichtigen Datentypen gibt es noch List. Dieser speichert eine Liste von Werten und zählt zu so den komplexen Datentypen. Diesen Datentyp werden wir in Lektion 4 noch genauer behandeln. Lass uns das alles an ein paar einfachen Beispielen ansehen. Schreib den Code auch selbst in deinem Editor, denn Übung ist das Wichtigste, um Programmieren zu lernen. Doch zuvor müssen wir noch klären, in welcher Reihenfolge der Interpreter den Code ausführt. Der Interpreter liest den Code Zeile für Zeile von oben nach unten und führt jede Anweisung aus. Beim Vergeben von Bezeichnern ist es wichtig, sinnvolle Namen zu wählen. Das erhöht die Lesbarkeit deines Programms. Im Editorfenster sehen wir, wie Variablen mit verschiedenen Datentypen angelegt werden. Mit dem Rautezeichen in Zeile 1 kannst du Kommentare im beiden Code einfügen. Diese werden vom Interpreter ignoriert und dienen zur Beschreibung des Programmcodes. In Zelle 2 wird das String Python Lernen in der Variable Name gespeichert. Zelle 3 zeigt uns, wie wir den Integer-Wert 3 in der Variable Version speichern. In Zelle 4 wird eine Float-Variable angelegt. Zelle 5 zeigt uns eine Liste aus Strings und in Zelle 6 ist ein Beispiel einer Boolean-Variable. Der Interpreter führt also die Anweisung Schritt für Schritt von Zelle 2 bis 6 aus. Wir wissen jetzt, wie man Variablen mit einem Wert eines bestimmten Datentyps definiert. Zum Schluss müssen wir uns noch Operatoren ansehen, um etwas mit den Variablen anstellen zu können. In Python gibt es eine Vielzahl von Operatoren, die wir zum Manipulieren von Variablen verwenden können. Dazu zählen zunächst die arithmetischen Operatoren, mit diesen können wir rechnen. Mit Vergleichsoperatoren können wir die Gleichheit oder Ungleichheit von Variablen überprüfen. Weiteres können wir auf größer, kleiner, größer gleich und kleiner gleich überprüfen. Mit logischen Operatoren können wir Vergleichsoperatoren zusammenhängen und auf mehrere Bedingungen prüfen. Sehen wir uns zunächst arithmetische Operatoren im Code an. Hier sehen wir Beispiele von verschiedenen arithmetischen Operatoren. Arithmetische Operatoren liefern als Ergebnis immer einen arithmetischen Wert. In Zeile 1 und 2 sehen wir Variablendefinitionen, wie wir sie vorhin bereits gelernt haben. In Zelle 4 ist die erste Variablendefinition mit dem Bezeichner Addition und dem Wert, das sich aus der Variablen Number 1 plus Variablen Number 2 ergibt. Nach demselben Prinzip sind auch die Anweisungen in Zeile 5 bis 9 geschrieben. In der Zelle 12 sehen wir die Print-Funktion. Damit können wir die Werte der Variable auf dem Terminal ausgeben. Der Wert der Variable Addition besitzt den Integer-Wert 150. Probier auch aus, was passiert, wenn du zum Beispiel einen String potenzierst. Dabei solltest du auf jeden Fall eine Fehlermeldung auf dem Terminal ausgegeben bekommen. Die nächsten Operatoren, die wir uns ansehen müssen, sind Vergleichsoperatoren. Mit Vergleichsoperatoren können wir die Werte der Variablen vergleichen. Diese liefern als Ergebnis immer einen der bullschen Werte True oder False. Im Editor-Fenster in Zeile 1 und 2 haben wir bereits wie im letzten Beispiel wieder zwei Variablen angelegt. In Zeile 4 sehen wir wieder den Bezeichner der Variable auf der linken Seite des Gleichheitszeichen und als Wert auf der rechten Seite erhalten wir das Ergebnis des Vergleichs, also true oder false. Der Wert der Variable Nummer no. 1 ist 100 und der Wert der Variable Nummer no. 2 ist 50. Daher liefert diese Überprüfung auf Gleichheit den Wert false zurück, da diese Zahlen ja nicht gleich sind. Nach dem gleichen Prinzip sind die Anweisungen in Zeile 5 bis 9 geschrieben. In Zeile 12 wird der Wert der Variable auf dem Terminal ausgegeben. Wir sehen, dass dieser den Wert false besitzt. Da wir nun wissen, was Vergleichsoperatoren sind, sehen wir uns zum Abschluss noch kurz die logischen Operatoren an. Mit den logischen Operatoren können wir Vergleichsoperatoren verknüpfen. Dabei werden beide Vergleiche überprüft und deren Wert mit dem logischen Operator evaluiert. Beim logischen Und-Operator oder auch End-Operator genannt, müssen die Ergebnisse bei der Vergleiche den Wert True haben, damit das Ergebnis des End-Operators den Wert True hat. Sonst ist es False. Beim OR-Operator muss nur eine der beiden Vergleiche True sein, um als Ergebnis True zu liefern. Nur wenn beide Vergleiche den Wert False haben, wird beim OR-Operator der Wert False als Ergebnis geliefert. Der Not-Operator kehrt den Wahrheitswert einfach um. In Zeile 6 legen wir die Variable mit dem Bezeichner logical end an. Der Wert ist das Ergebnis des end-Operators angewendet auf den ersten und zweiten Vergleich. Zeile 7 zeigt ein Beispiel des or-Operators und in Zeile 8 sehen wir noch den not-Operator. Dieser kehrt einfach den Wahrheitswert der jeweiligen Variable um. In unserem Beispiel hat die Variable is_raining den Anfangswert true. Nach Anwendung des not-Operators hat sie den Wert false. Von Zeile 11 bis 13 werden die Werte auf dem Terminal ausgegeben. Auch hier gilt, stoppe das Video und probiere die Operatoren selbst aus. Verändere auch die Werte der Variable Nummer 1 bis Nummer 3 und lass dir die Ergebnisse der Vergleiche auf dem Terminal ausgeben. Super, das Thema Operatoren wäre jetzt auch geklärt. Somit endet unsere zweite Lektion. Wir haben uns mit dem Thema Variablen sowie Datentypen und Operatoren beschäftigt. Beim nächsten Mal werden wir uns ansehen, wie wir Daten von Benutzern unseres Programmes in unseren Code laden und anschließend wieder am Terminal ausgeben können. Auch Konzepte, wie wir unseren Programmfluss steuern können, werden wir uns ansehen. Bis zum nächsten Mal.